Der Tag hat fast ganz normal begonnen. Heute ist Renntag Nummer 3. Wir werden jetzt gleich wieder hier losfahren. Es wird sehr eng werden, denn unsere Batterie wurde auch in den letzten beiden Tagen schon ziemlich leergezogen, da hier meistens Wolken sind. Und wir brauchen heute ganz viel Sonnenschein, damit wir durchkommen. Wir hoffen einfach, dass das Wetter nicht wirklich schlechter wird. Es ist komplett windstill gerade. Da oben zumindest. Wir überlegen gerade, ob wir noch ein bisschen stehen bleiben und laden, weil die Sonne gerade scheint. Oder ob wir weiterfahren in die Wolken rein. Und riskieren, dass da keine Sonne mehr kommt. Aber hier zieht es auch zu. Also, ich würde sagen, wir kommen los. Dann packen wir. Alles klar, Abfahrt in 3 Minuten. In 3 Minuten. Abfahrt, gute Fahrt. Du bist in Linie. Fahren, fahren. Oh, Scheiße. Was ist da denn jetzt los? Der Wagen ist nicht gestartet und man weiß halt nie genau, warum es liegt. Erstmal hochheben, dann ein Stück von der Straße weg, dann aufbocken, dann den Deckel auf. Ist das irgendwie ein mechanisches Problem? Ist das ein elektrisches Problem? Und dann hatten wieder unsere Elektrotechniker schnell den richtigen Riecher dafür, was es ist. Dann haben wir den einigermaßen schnell behoben und sind dann sofort losgefahren. Es war einfach ein Stecker rausgerutscht aus einem der Geräte. Heute war es Besonderes. Wir haben zum ersten Mal jemanden auf der Straße überholt im aktiven Straßenverkehr. Sonst überholen wir eigentlich immer nur Leute, wenn die Probleme haben am Straßenrand. Und das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht und vielleicht kommt das ja nochmal vor, wenn wir unseren Weg weiter nach Adelaide ziehen. Also es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, mittlerweile fast die Hälfte der Autos oder sogar die Hälfte der Autos, die an den Start gegangen sind, irgendwie ausgefallen sind oder Probleme gehabt haben. Aber wir fahren noch. Hat irgendjemand meine Schuhe gesehen? Die habe ich nicht mehr. Die Akkuanzeige sagt noch 10%. Wenn man so wenig Akku hat, kann man eventuell manchmal kein Gas mehr geben. Dann schaltet das Auto aus und da haben wir ein bisschen Angst vor. Wir mussten die Geschwindigkeit extrem reduzieren, um einfach noch lange möglich irgendwie weiterfahren zu können. Also es ist echt ganz schön tough im Moment. Es hat zwischenzeitlich geregnet. Es geht nur bergauf. Also wir müssen morgen in Alice Springs sein, weil wenn wir doch nicht vor 12 Uhr erscheinen, werden wir aus dem Rennen auch ausscheiden. Mein Gefühl für morgen ist echt ein bisschen schwierig, weil das Wetter halt wieder echt nicht so gut sein soll. Morgen ist der Punkt, wo sich alles entscheidet, ob wir weiterfahren dürfen, ob wir unsere Strecke bis Adelaide, die 3022 Kilometer, hinter uns bringen dürfen oder nicht. Ja.